Hallo und willkommen zurück wieder einmal in Last Remnant. Ja. Festplatte wird Montag geholt, also morgen quasi. Dann kann ich wieder Folgen hochladen. Yay. Und wo sind wir hier eigentlich? Athlum. Wollen wir hier hin? Nein, wollen wir nicht. Ja, komm. Ist ja gut. Wir wollen nach Celepelay. Denn hier gibt es noch ein... eine Quest, glaube ich. Und war... Ach, der Ragu ist hier. Muss ich nochmal hier reingehen und mal ein bisschen was nachschauen. Wer bist du? Okay. Ach. Yama Adventurer. Blablub. Nö. Aha. Aha. Jetzt habe ich doch noch was abgeschlossen. Ein Chamsch hier. Dragonical. Ohr. Cool. Und. Ja. Eigentlich brauchen wir jetzt noch Fly Fluids und Large Talents, damit wir das Schwert noch ein bisschen leveln können. Hier müsste aber auch irgendwo noch Violet, glaube ich, stehen. Anscheinend aber nicht. Dann gehen wir in den Pub rein und gucken mal nach einer Nebenquest. Nebenquest. Pop-up. Keine Nebenquest. Hallo? Nebenquest. Hallo? Nö. Ey, da ist doch hier der Gabriel. Schön. Okay, ist wohl doch nichts mehr hier. Ja. Ruyotia brauchen wir. Weiß nicht, Ne, Moment. In Balterossa haben wir nur noch diese. Die zwei Quests offen. Die eine, Amnesia-Quest. Und diese andere Quest, wo der Typ irgendwas haben wollte. Irgendwas, was der verkauft hat. Ich weiß aber auch nicht mehr so genau. Sehen wir jetzt gleich. Wer bist du? Cowboy City. Du bist rein. Du bist raus? Ha! Ha, habt ihr gesehen, was ich da gemacht habe? Ja, kannst du alles haben? Ja, kannst du haben. Was kriegen wir jetzt da draus? Sage. Okay. Ups, jetzt habe ich wieder irgendwas bekommen. Nein, die Amnesia-Quest ist auf jeden Fall abgeschlossen. Schwätz mal mit dem Typen hier. Samuritin offen. Get me the Ring of Morning Comb, a lady named Alyssa in Baluk. Okay. Machen wir dann erstmal hier diese Charlotten-Quest. Ja. Ist ja okay. Machen wir, was immer ich jetzt zu was immer ich jetzt auch zugesagt habe. Wir machen das jetzt einfach. Ach nee, wir können jetzt zurück. Kann ich hier Balauk erstmal? Baaluk. Meine Güte, das ist ein blöder Name. Alyssa heißt diese Tussi.
Naja, so viel Platz haben wir ja hier nicht, wo die Tussi sein kann. Und nach der Quest gerade wollte ich nochmal gucken. Of the Rise again, Baltaros Android hier, okay. Ja. Gut. Anyone? Aha. Bist du Alyssa? Ja. Ring of the Morning Comb. Ring of Morning Comb. Okay, und jetzt? Gehen wir zurück nach. Baltarossa heißt die Stadt. Ja, man merkt, so langsam verliere ich wieder die Lust an dem Spiel. Ich dachte, wenn ich das als Let's Play mache, dann. Ja, bleibe ich ein bisschen mehr dahinter. Aber irgendwie. Gerade, ja, habe ich irgendwie weniger Lust drauf. Vielleicht schiebe ich dann nochmal ein Let's Play zwischen. Nächstes Wochenende nehme ich das Borderlands 2 Let's Play Together auf. Oh cool, jetzt haben wir hier wieder eine Quest von dem Catmon. Den Ring. Gib mir das Zeug. Old Raphus. In Elysion. Ach, fick dich doch. Dann machen wir erst nochmal hier die Silberfalken Quest Nummer 3. Kriegen wir hin. Und direkt auch in den Kampf rein, wie sich das gehört. Ich habe jetzt wieder nicht nachgeguckt, wie viel Platz ich überhaupt noch habe auf der Platte. Die müssen alle close in. Aha. Die kann man von Gefahr attacken. Das wird schon irgendwie. Come on, let's kick some A. Solange die. Oh, Kacke. Ja, das war jetzt nicht so gut. Leider zu viel geblockt. Und die kriegen schon mal ihr Poison Gas in die Fresse. Resisten dem Scheiß aber. Hier ein Dreck. Aha. Ja, gut, Blackout, super. Nein, zu langsam. Nicht so gut. Und geblockt mal wieder. Na komm. Jetzt werden die reinforced und ich habe doch noch nicht. Das ist ja super. Ja, so macht das irgendwie Sinn. So, geht doch. Irgendwie verstehe ich das nicht, dass die alle hier geblockt werden ohne Ende. Paralyze Gas. Die machen auch irgendwie überhaupt keinen Damage, die Gruppe momentan. Das hat weh. Das auch, und jetzt könnten die umfallen. Auch nicht. Attack them from their flight. Don't underestimate them. Irgendwie blocken die alles hier und durch die Bank weg, aber auch. Da geht's auch. Ja, das ist so irgendwie besser. Auch wenn es nur der eine ist, der. Oh, Double Time. Klasse. Haha.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Auch wenn der hier nicht ganz so funktioniert hat. Naja, wenigstens werden die geheilt. Naja, passt ja doch noch. Irgendwie, hoffe ich. Hätte ja eigentlich gehofft, dass es reicht so vom Damage her. War irgendwie auch nicht. Das hat aber gereicht. Da kommt die Reinforcements. Okay, es sind noch ein paar. Ja, nee. Recovered. Dann habe ich jetzt nur zwei Gruppen da vorne stehen. Aber besser zwei Gruppen vorne als zwei Tote mit vorne. Wow, wow. Jetzt geht er hier aber ab, jetzt geht er hier aber ab. Wow. Okay, das könnte jetzt für die beiden Gruppen hier ein bisschen suboptimal werden nächste Runde. Oh, Rush hat ein... kann aber nicht. Close in. Combat Arts. Moment, ihr könnt auch von Ferne angreifen, ist super. Er ist nur einer. Oh, zwei. Crossbreak! Autsch. Great looked. Ach, kommt schon, Leute, das kriegt ihr hin. Fuck, zu schnell. Nein! Okay, das könnte suboptimal ausgehen. Noch mehr Rumgeflanke. Jetzt kommen wenigstens meine anderen Gruppen alle rein. Und noch ein Rear Assault. Na, wenigstens revitalisieren die nur. Die deadlocken, das ist auch nicht schlecht. Und das war's, glaube ich, jetzt an Gruppen. Ja. So irgendwie. Naja, ein kleiner Crit. Der Mighty Thunderclap reicht aber, glaube ich. Nein, der reicht nicht. War klar. Von euch heilt aber irgendwie auch keiner, oder? Wenn man schon mal eure Ailments cleared. Nee. Irgendwie nicht. Der Spark war nicht schlecht. Autsch. Das könnte übel ausgehen für Irina. Zumal die alle gerade ultra geheilt werden. Blackout. Super, wie viele von denen sterben jetzt? Alle. Alle umgehauen. Da sind die beiden Typen hier. Na, aber... Here I come. Klasse. Aber die beiden sind ja zum Glück noch relativ weit weg und müssen theoretisch hier
close in. Also hoffen wir jetzt einfach mal, dass alle jetzt wiederbelebt werden, alle Gruppen. Okay, ich hoffe, die checken jetzt, dass sie die andere Gruppe wiederbeleben sollen. Ja, checken die, nicht schlecht. Ja, das hätte andersrum laufen sollen, das Restore hätte... egal. Ah, jetzt kommen die nämlich zu mir. Das ist auch nicht unbedingt so schlecht. Drei normale Foot Soldiers und zwei von denen. Ja, dann hau ich erstmal die Foot Soldiers. Die Victory cried aber auch die ganze Zeit irgendwie. Ja, irgendwie auch nur. Naja, von mir aus. Sollen sie doch. Ich würde sagen, wir hauen erstmal hier die Typen um. Ja. Nur, dass hier die Gruppen endlich mal sterben, alle. Das ist halt nicht so gut, wenn die, ja, wenn die mir halt in den Rücken fallen könnten. Na, der Thunderclap haut die um. Gut so. Ah, das haut die Gruppe wieder um. Na super. Oh, fuck. Great locked. Naja, macht nichts. Standby, der andere Standby auch nur. Okay. Das sollte schon irgendwie was werden. Kiss of Life. Klasse. Und Restore nochmal. Ja, so will ich das sehen. Sieht doch ganz gut aus. Oh, irgendwie dodgt da gerade echt alles. Zum Glück dodgen die den Omni-Strike nicht. Okay, der Gayball könnte jetzt ein bisschen übertrieben sein. Nochmal. Na, diesmal nicht. Naja. Ich glaube, die M&N-Gruppen werden da nicht getroffen von. Die stehen, glaube ich, zu weit weg. Sehen wir jetzt. Okay. An den schieben wir uns ran. Da kommt nochmal ein Gaybalk hinterher. Das gefällt mir noch ganz gut so. Ach, zu langsam. Schade, schade. Der Gorstick Blast macht, glaube ich, nicht so viel Damage. Nee. Nochmal ein Gayball hinterher. Ja, die Animationen sind vielleicht ein bisschen lang. Vor allen Dingen, wenn es zweimal hintereinander kommt. Aber macht ja nichts. Ich hätte eigentlich vor, erst diese Roseas umzuhauen und dann den Castanea. Aber naja, wenn sie mir schon
so vor die Fresse fallen. Warum nicht? ...2700, na super. Ja, es sieht ganz gut aus. Der Dragon's Crush macht ja auch noch ordentlich Damage. Oh, 15.000 geht. Ja, das sollte jetzt irgendwie mal, eigentlich dafür sorgen, dass der nur... Der kann ja eigentlich nur drei deadlocken. Von daher... Müsste jetzt eigentlich ein Flankangriff kommen. Oh, ne, ist schon fast down. Und das überleben die überlebt die Gruppe sogar. Wenn jetzt kein AOE kommt, dann kriegen wir noch einen Flankangriff hin. Oh, eine Blackout Synergy. Auch nicht schlecht. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Okay, der ist K.O. Yeah, this is our big chance. Dann komm, wir können schon von. Haha. Overdrive. Was gibt's jetzt? Ich glaube, er ist jetzt ein bisschen aggro. Oh, Dodge. Nein. Naja. Diesmal hat sie nicht gedodged. Mua. Aha. Ein Omni-Strike. Mystic Arts. Ihr solltet eigentlich lieber mal davor bleiben. Pouts. Das war nicht schlecht. Oh, das ging sehr fix. Die hat nicht viel Life gehabt. Sweet! I feel stronger than before! Purification Herb, Blue Nimble Strike, Best Best and Strength. Da kam jetzt einiges raus bei. Ach du Scheiße! Was geht denn da alles ab? Cool. Schön aber. Quest geschafft. Huh. Okay, war das jetzt Part 3 oder war das Part 2? Bla bla bla. Das sieht nicht schlecht aus. Okay. Ja, schön. Teiler mögen, ne? Damit haben wir die Silver Falcons freigeschaltet. Jetzt müsste hier auch irgendwo eine neue Gilde noch dazugekommen sein, theoretisch. Wenn ich mich nicht... Ja, kannst du haben. Nee, ich glaube nicht. Wo mussten wir jetzt hin? Royotia war das. Glaube ich. Oder ich bin mir gerade auch nicht so sicher. Also Royotia müssen wir auf jeden Fall wegen dieser einen Quest. Der von Charlotte. Und die andere Quest müsste uns doch auch... Nein? Raffus? Nö. Ah, ich schau einfach mal gerade im Questlog nach. I should be able to take it to both. Ach, Elysion soll ich. Ja. Ja, okay. Ergibt Sinn. Und der will wieder mit mir labern. Blablub, blablub, blablub. Ich sagte Charlotte.
Okay, was habe ich jetzt erfahren? The Duchess Daughter ist eine. Lavafender, jetzt muss ich nach Lavafender rein. Was sagt mir meine Quest? Ha, danke. Sehr, sehr hilfreich. Lavafender. Vielleicht kommt ja hier jetzt irgendwas, was mir sagt. Ah, cool. Okay. Ja, komm, bla bla bla. Okay. Gut. Haben wir hier so ein paar Kämpfchen. Klingt spaßig. Ja, mal schauen, was das eigentlich ist. Einige von diesen Beat... von diesen... Was auch immer, Terradons. Das sind doch keine Raptoren. Also bitte. Wollte mich verarschen. Im Leben sind das Raptoren. Und werden auch direkt reinforced. Okay. Won't let bullies like you get in my way. Zack. Okay. So macht das, glaube ich, irgendwie mehr Sinn. You beast shall be facing me. Der Paris, der tankt ja irgendwie alles weg. Ist ja auch okay so. Ups. Ah, daneben gehauen. Naja. Sollten die Viecher nicht eigentlich vergiftet sein oder sowas? Habe ich da nicht mal irgendwas gehört? Naja, tot ist tot. Schade, ich dachte, es gäbe noch eine Synergie. Permafrost. Ja, so in etwa war das geplant. Oh. Das Dodgen ist nicht so nett. Aber die kriegen doch ganz gut Damage da drüber gebracht. Rejuvenate. Naja, das musste jetzt nicht unbedingt sein. Support. Strike back. Artstrap. Bune heißt das Ding. Ach, Artzap, nicht Artstrap. Ja. Finish it with Omnistrike. Ja, macht erstmal die kleine Gruppe hier fertig, würde ich sagen. Ja, das macht, glaube ich, mehr Sinn, erst die kleine Gruppe fertig zu machen. Und dann können sich alle restlichen Gruppen eben auf diesen Bune hier spezialisieren. Und der Resist, na super. Nochmal Reinforced. Na okay, ist kein großer dabei, aber so... Naja, so ein paar kleinere Gruppen halt. Auch nicht so wild. Der Deadlock mal wieder alles der Paris. Na, das überlebt die Gruppe da nicht. Na, der Omnistrike haut's jetzt echt weg. Pounce. Ich check ab und zu mal. Ich nehme noch auf, ja. 34.000 Damage.
Oh, das kann man schon flanken jetzt, cool. Das ist ja nicht schlecht. So, und die marschieren mir jetzt auch vor die Flinte. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, das sieht doch alles nicht schlecht aus. Und dann sollten jetzt eigentlich irgendwo alle ein bisschen gelockt sein, dass wir keine Flankenangriffe bekommen. Aber irgendwie Damage sieht das Viech auch nicht wirklich, habe ich so das Gefühl. Könnte an einem dämlichen Pagos liegen, der einfach keinen Damage macht. Naja, die haben halt nicht so viel Life leider. Aber läuft auch ganz gut. Ja, die Gruppe, ihr müsst jetzt auch... Na, die fällt diese Runde nicht, noch nicht um. Leider. Aber die hier wird ganz gut geflankt. Das ist doch schon mal etwas, was dann Damage auch rüberkommt. Ja, mach mal so. Ich mag diese Katzenviecher irgendwie total gerne. Diese vierarmigen. Wäre jetzt cool, wenn der auch noch die anderen angreifen würde, aber leider nicht. Naja. Tot. Adel ist das. Sah irgendwie sehr merkwürdig aus. Restore 4. So weit sind wir schon. Nicht schlecht. Haha. Ja, wieder eine kleine Gruppe tot. Das sollten wir eigentlich gleich vorbei. Sollten wir eigentlich gleich geschafft haben, alles. Ich glaube, meine Heilergruppe lasse ich auch so. Die finde ich so eigentlich ziemlich gut. Ja, das Vieh ist gleich hinüber. Da fehlt nicht mehr so viel. Oh, das hat sogar noch nicht mal diese Runde hier überlebt. Nicht schlecht. Gut. Winch hier Level 2, super. Hat er jetzt auch gelernt, wow. Oh, was ist denn Hellblum? Aha. Okay, also nicht unbedingt notwendig. Ja. Also irgendwie, komm schon, jetzt so ein Gaybolg und wir sind fertig hier. Ah, okay. Ne, ich schick euch nicht nochmal an andere Stellen. Das ist nicht so gut, seine Gruppe so aufzudröseln. Na, wenigstens kriegen die ein bisschen Damage zwischendrin mal. Naja, okay. Ein bisschen ist vielleicht nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das Permafrost war echt nicht schlecht.
Super. Irgendwie macht das überhaupt keinen Sinn jetzt, aber gut. Wo kommt der denn her? Ist der in die andere Richtung gerannt, der Vollpfosten? Anscheinend ja schon. Das ist irgendwie ein bisschen dämlich, naja. Ah, falsch genug gedrückt. Nein! Und sie fallen immer noch nicht um. Na okay, die Flanke war jetzt doch ganz gut noch, hat noch ein bisschen Moral dazugegeben. Und er verbraucht diesem, verbrät diese Moral natürlich sofort wieder. Okay, für diese Gastgruppe. Ja, da kann ich halt schlechte Entscheidungen treffen, leider. Sonst wäre die natürlich auch mit mir hier vorne hingekommen. Wenn man ja wenigstens einsehen könnte, wer wohin läuft. Ja, das. Fares macht da unten halt sein Ding. Und das, ja. War es irgendwie auch so ziemlich mit meiner Taktik. Ich lasse den Fares halt sein Ding durchziehen und ich mache hier meins. So läuft das irgendwie. 20 Chains. Naja, wenn der Parason nicht so oft geflankt werden würde. Aber mit dem Bluff kriegen wir jetzt auch wieder ganz gut Moral wieder. Oh, das nenne ich faul. Das war ein grobes Foul. Gedeadlocked. Müsste jetzt gleich doch noch ein Konter. Flanke kommen. Ja. Yep. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das Winch hier war nicht schlecht. So, jetzt fallen die hier alle um. Sogar ohne, dass ich was machen musste. Keep it together. Yep. Nein, schade. Hey, warum waren die jetzt nochmal deadlocked? Ich dachte. Oh, Penner. Komm schon, Eclipse. Mach die fertig. Go, go! Yes. Und der Paris da unten stirbt jetzt gleich. Glaube ich. Na, jetzt kommen wir alle wieder da unten zusammen. Ach man, wie ich auch immer den falschen blöden Knopf drücke. Und da fällt mein Paris um. Tja. Naja, macht nichts. Nicht so wild. Diese Guest Unions muss man nicht unbedingt wiederbeleben, die bringen ja eh keine Erfahrung. Die sind schon mal vergiftet. Und dann geht die Rush-Gruppe am besten auf die, die noch volles Life haben. Ja, so sollte das irgendwie ganz gut aufgeteilt sein, dass die alle umfallen. Eigentlich sollten die ja vergiftet sein. Sind sie natürlich nicht. Keine Ahnung warum nicht. Aber dafür sind sie jetzt tot. Habt ihr jetzt davon? Dann macht eben die David-Gruppe hier weiter. Auch kein Problem.
Naja. Ach komm, das bisschen Damage da. Oh, ein Caustic Blast. Naja, bringt bei den zwei Gruppen hier auch nicht viel. Und da kommt der letzte Flank. Und umgehauen. Reinforced. Naja, kommt. Das ist ja nicht so viel. Wir bringen sie aber am besten mal zurück. Ach ne, ihr könntet vielleicht mal recovern und bleiben erstmal alle hier stehen. Sehe ich ja gar nicht ein, da erstmal hinzulaufen. Zwei wird den Paris ja jetzt eh wiederbeleben und ja, können die auch gerne hier runterkommen, die Typen. Das macht mir überhaupt nichts. Deathclaw. Gut. Jana Magus, Jana Shaman. Und das große. Oh, das große Ekelviech. Wo bleibt es? Okay, vielleicht kommt das ganz am Ende nochmal dran. Nö, das bleibt einfach da stehen. Der bleibt noch übrig. Plan funktioniere. Silencer. You're not going to perish from that scratch, are you? Ich glaube, der Caustic Blast kommt jetzt nicht durch. Ah, schade. Hätte die umgewockt. Naja, macht nichts. Dafür ist die Gruppe jetzt auch tot. Naja, was soll's. Aha! Schon wieder intercepted. Irgendwie wird hier alles intercepted. Blackout. Da kommt nochmal ein Reinforcement hinterher. Naja, ein paar Schmetterlinge da. Haha. Und auch das Viech fällt um. Das Restore war auch relativ nötig. Tja, mein Paris wird hier wohl als Liebling attackiert. Ja, irgendwie kommt hier andauernd alles nur noch auf mich zu. Okay, die fallen schon mal um. Das wird schon jetzt irgendwie mal gucken. Bounce. Ja, das geht noch. Geht auch noch an Damage. Und das haut sie um. Das sah doch gut aus. Das ist eigentlich nicht schlecht, was der so einen Schaden macht hier. Switchback macht jetzt aber auch nicht mehr so viel Damage. Ah, fast. Und schön alle vergiftet. Na, das Double Time war vielleicht keine so gute Idee.
Paralyzed. Paralyzed, super. Dafür fällt die Janna Fighter-Gruppe jetzt halt einfach um. So wortlos. Ja, 2000, ja, das geht an Damage, mein Freund, das geht. Ja, das irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Die fallen jetzt halt alle einfach um. Ja, außer diese Gruppe fällt einfach um. Wow, knappes Ding. Double Swap, was macht das? Na, nicht so wild. Das hat gesessen. Okay, das Revitalize war jetzt auch wieder so ein bisschen überflüssig. Ah, schade. Sollte aber noch. Ja, haut noch hin. Okay, ihr geht schon mal nach vorne. Ihr holt die zurück. Ihr könnt auch schon mal nach vorne laufen. Dann steht der Paris da wieder alleine. Das ist halt nicht so gut, wenn der Paris da vorne alleine steht. Kriegt ja eh nur in die Fresse. Terrapest. Naja, das Vieh fällt jetzt auch gleich um, dann ist die Quest vorbei. Dann können wir für heute Feierabend machen. Das wird schon irgendwie. Die haben ja irgendwie so eine History auf, von Multi-Deadlocks hier. Diese etwas stärkeren Viecher. Moliné. Okay. War auch nicht schlecht. Ah, okay, 700 Damage. Der macht aber natürlich einen Multi-Deadlock. Warum auch nicht? Aha, aber nur einen doppelten. Geht ja noch. Und es fällt fast schon um, das Vieh. Das ist irgendwie sehr, sehr. Es schwächelt sehr stark hier. Und noch ein Permafrost. Ich weiß nicht, ob es das überlebt. Ja, überlebt noch. Naja, wenn die jetzt genug Damage machen. Ah, könnte eventuell reichen. Ah, doch nicht ganz. Aber okay, das überleben die jetzt eh nicht. Das überleben die alle nicht. Den der Omnistrike macht das jetzt fertig hier, Jungs, und dann. Boah, keine Ahnung, was soll ich erzählen? Bla, blub. Langsam wird das Spiel echt ein bisschen eintönig. Cool. Okay, Large Talon, davon brauche ich welche. Ich glaube 3 Stück, gab aber leider nur einen. Bla bla, Mr. Freeman, bla bla bla. Ja, komm, ihr kriegt euch noch. Ist ja okay. Aha. Gold, wow. Sehr, sehr knuffig. Was wolltest du jetzt aus der Lapelle?
Elysion. Ja, 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 Elysion. Und nü? Was machen wir nü? Gehen wir mal in die Gilde rein, vielleicht kann man den Paris hier jetzt holen. Hier ist die Gilde. Kann man hier mal verwechseln, die beiden Türen. Wer bist du? Intellectual Silver Falcon, was willst du? Guildtask irgendwas? Nein. Jorgen. Will ich denn mit... Der Zulian kostet 54.000. Na super. Dann schauen wir nochmal ganz kurz in Royotia vorbei. Ist ja auch nix. Gut, mach mal. Brauchst du nicht. Ja, kannst du machen. Sounds like a plan. Oh, jetzt war ich... Oh, man. Wegen diesen dämlichen Typen hier. Falschen Knopf gedrückt. Zu schnell gedrückt. Weil die auch immer was wollen von mir. Immer. So, Royotia. Bion Sector. Und Gilde. Gilde, 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 Gilde. Was kannst du mir empfehlen, mein Freund? Paris? Okay, die andere tust du irgendwie nicht anscheinend, Charlotte. Naja, macht ja auch nichts an der Stelle. Hören wir wieder mal auf. Und sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss.